Hallihallo, Namaste, Namaste. Ja, ich erzähle jetzt von den Wasserrudrakshas, denn das ist schon eine sehr besondere Form des Zufügens von Rudraksha-Energie. Drücke es jetzt mal so aus. Denn normalerweise trägt man die Rudrakshas. Sie haben auch nachgewiesenerweise wirklich eine Schwingung natürlich und eine Energie auf den Energiekörper, die sie übertragen und damit eben halt auch eine positive Selbstheilungskraft aktivieren für den Körper, für die Seele, für die Psyche auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und aber, was dazu noch ganz besonders dazu kommt, ist, dass man eben halt auch diese Rudrakshas innerlich nutzen kann. Sehr viel Wissen ist darüber verloren gegangen, über die Medizin, über die Alchemie, über das Herstellen von Basma, von ganz gewissen ja, Aschen, die zusammenhängen mit Kraftobjekten wie zum Beispiel auch Rudrakshas. Einige ganz wenige Dinge, die noch übrig geblieben sind am ayurvedischen alten Wissen, ist das Wissen über die Wasserrudrakshas. Die häufigsten, die dafür benutzt werden, für Wasserrudrakshas, man kann es also rein theoretisch mit allen Rudrakshas machen, aber die wirkungsvollsten und stärksten und bekanntesten sind zum Beispiel diese hier, das ist die Fünf-Augen-Rudraksha und die Vier-Augen-Rudraksha. Warum? Die Fünf-Augen-Rudraksha ist connected, also verbunden mit allen Chakren, ist also sehr heilsam und sehr wirksam für die Balancierung aller fünf Elemente im Körper. Und es ist sehr, sehr bekannt im ayurvedischen Wissen, was für Krankheiten denn ganz genau mit der Fünf-Augen-Rudraksha sehr, sehr positiv beeinflusst werden können. Die Inder sind da sehr anders wie wir, die hier doch sehr vorsichtig mit ihren Aussagen natürlich sind, aus verschiedensten Gründen. Die Inder sind da so, dass die sagen, also die Fünf-Augen-Rudraksha eingenommen in Wasser heilt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, heilt Diabetes, heilt sogar Magengeschwüre und balanciert Probleme im Herz-Kreislauf-Bereich, hohen Blutdruck und so weiter. Ich und wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein mit unseren Heilaussagen. Es ist halt so, dass sie auf jeden Fall positiv wirken. Man muss dazu aber auch sagen, sie schmecken wirklich sehr nach Natur. Diese Rudrakshas werden halt eingelegt in Wasser und man kann entweder ein, zwei oder sogar drei Rudrakshas nehmen und sie dann halt in Wasser einlegen über Nacht, je nachdem, ob man ein, zwei oder drei nimmt, umso stärker wird natürlich die Wirkung. Wir haben ganz spezielle Rudrakshas dafür, die eben halt noch nicht mal mit Öl behandelt worden sind. Also es gibt ja auch schönes, gutes Kokosnussöl, ohne Chemie natürlich, aber selbst das ist nicht an die Rudrakshas gekommen. Das ist also ein reines Naturprodukt, direkt so eine Nuss eben halt von diesem Rudraksha-Baum. Und dann wird das über Nacht eingeweicht, wie gesagt, und am nächsten Morgen auf jeden Fall ganz wichtig, auf nüchternen Magen getrunken. Und man sagt, mindestens einen halben Liter von diesem Rudraksha-Wasser sollte man trinken auf nüchternen Magen und dann ungefähr eine Stunde später erst frühstücken. Das Ganze hat natürlich auch eine Wirkung auf den Spirit, auf die Psyche, auf die Seele. Wenn man das Gefühl hat, man ist sehr außer Balance, also man hat irgendwie ja einfach sehr viele seelische oder auch mentale Themen, die gerade nicht so im Gleichgewicht sind, wird auch diese Energie sehr helfen, wenn man das einnimmt. Das ist nicht nur körperlich. Ja, genau. Und umso mehr man halt einweicht, umso stärker die Wirkung und umso stärker schmeckt das auch. Ganz wichtig ist danach, dass man sie danach wirklich auf jeden Fall trocknet. Also man darf die Rudrakshas nicht jetzt eine Woche im Wasser liegen lassen, sondern man muss sie rausnehmen, auf ein Tuch legen und dann gut trocknen lassen, sonst schimmeln sie irgendwann. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich werde auch oft gefragt, ja, wie lange halten die Wasserrudrakshas denn? Da kann man gar nicht sagen, die halten jetzt irgendwie nur 2 Monate oder sowas. Die können Jahre halten. Man merkt es daran, dass sie irgendwann nicht mehr so viel Geschmack abgeben, dass sie irgendwann sehr, ja, einfach das Wasser klar bleibt und nicht mehr so viel Geschmack rauskommt. Aber generell kann das viele Jahre sein, bis so eine Wasserrudraksha nicht mehr diese nötige
Energie gibt. Also wenn die richtig behandelt werden und wieder gut getrocknet werden nach jedem Mal, hält es sehr gut. Ich habe das persönlich, diese Wasserrutraksha, schon weitergegeben an Leute, die sehr viel chronische Krankheiten haben. Die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war, dass es dann irgendwann auch so einen Punkt gab, wo es gelangt hat, die alle 2 Tage oder sogar einmal in der Woche nur zu nehmen. Und es gibt auch Leute, die das wirklich lieben, jeden Tag, jeden Morgen zu machen. Und die wirklich darauf schwören und die sagen, also das hätten sie das vorher gewusst, das ist unglaublich, wie das wirkt, ja. Genau, das sind die Wasserrudrakshas. Ich würde diese Rudrakshas nicht tragen. Ja, also ich würde die wirklich nur für diesen Zweck behalten. Auch das werde ich manchmal gefragt, ja, kann ich meine Wasserrudrakshas denn auch später tragen? Würde ich nicht machen, ich würde sie wirklich für diesen Zweck behalten. Dann eine andere Sache sind die 4-Augen-Rudrakshas. Die 4-Augen-Rudraksha ist ja verbunden mit Brahma, mit der Energie von Erschaffung und die Verbindung von Brahma. Seine Frau ist Saraswati. Und Saraswati ist die Göttin des Wissens und des Lernens. Also kann man sich jetzt schon vorstellen, was diese Rudraksha macht. Wenn man sie trägt, bringt sie Klarheit, geistige Klarheit, Stärke von Kommunikation. Wenn man es trinkt, stärkt es das Nabelchakra und stärkt es das geistige, spirituelle Wissen, interessanterweise. Aber und auch für Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, sie sind nicht so ganz da. Also in der ayurvedischen Medizin wird dieses Wasser gegeben für Leute, die zum Beispiel Lernschwierigkeiten haben, Aufmerksamkeitsdefizite, die das Gefühl haben, sie träumen sehr viel oder sie haben vielleicht auch gewisse Giftstoffe in ihrem System, die sie daran hindern, ganz klar zu denken und ganz klar zu agieren. Also es gibt Ärzte, die das auch in Indien empfehlen bei Autismus, bei Kindern zum Beispiel, dieses Rudraksha-Wasser bei 4-Augen-Rudrakshas auch zu geben. Ja, und ganz interessant eben auch in Verbindung dann auch wirklich auch eine noch zu tragen dabei. Es gibt auch Ayurveda-Ärzte, die das einsetzen bei Parkinson, bei Alzheimer und so weiter, aber dann auf wirklich täglicher Basis. Auch hier wieder, die müssen dann immer getrocknet werden, auch hier auf nüchternen Magen. Morgens halt trinken. Die 4-Augen-Rudraksha macht zudem noch was anderes, ist in Indien sozusagen, ja, einfach wie gesagt, eine andere Wissenschaft. Man legt diese Rudraksha, die 4 Augen, ganz besonders gern in Milch. Ich selbst bin jetzt nicht so überzeugt von Industriemilch. Ich finde, wenn man jetzt eine eigene Kuh im Garten hat und da die Rohmilch irgendwie von dieser Kuh abnimmt und die dann mit dem eigenen Kälbchen noch sein darf, ist das ethisch eine andere Sache. So läuft es auch noch viel in Indien, aber hier bin ich ein bisschen auf verschiedenen Ebenen skeptisch mit der Milch. Zumindest wird die 4-Augen-Rudraksha in die Milch gegeben, in der klassischen indischen, vedischen Herstellung. Und das wird aufgekocht für fast 20 Minuten und die Milch dann zu trinken gegeben. Das ist für Menschen, die wirklich ganz akute Probleme haben mit dem Gehirn, auf irgendeine Art, auch nach Unfällen zum Beispiel, wird es auch gerne gegeben, nach Gehirntraumata jeglicher Art. Das wird dann nicht jeden Tag gemacht, sondern ganz, ganz gerne an Vollmond oder auch an Tagen, an denen einfach irgendwas akut passiert ist, wie so ein Unfall oder irgendwie sowas. Genau, das ist das mit der Milch. Also 20 Minuten aufkochen. Wie gesagt, das muss jeder so ein bisschen für sich empfinden. Manche sagen auch, ja, man kann es auch in Wasser aufkochen. Ich lege sie gerne in Wasser einfach ein, über Nacht. Sie haben auch dann eine sehr, sehr starke Wirkung. Wenn man sie aufkocht, kann das schon sein, dass die Rudrakshas nicht mehr so lange halten. Das ist wirklich für ein paar Mal einfach diese Prozedur mitmacht, diese Rudraksha, und dann einfach auch ja, dafür eben benutzt worden ist. Und dann war es das auch mit der Lebensdauer dieser Rudraksha sozusagen. Ja. Das ist aber auch okay, weil es eine sehr, sehr starke, heilende, kraftvolle Schwingung hat. Das ist jetzt die körperliche Ebene. Auf einer seelischen und geistigen Ebene ist es auch nochmal sehr interessant. Also für Menschen, die zum Beispiel gerne Bücher schreiben wollen, Inspiration brauchen, irgendwie nicht so richtig weiterkommen im Denken, die positive Impulse brauchen, die irgendwie stuck sind, so im Gedanken. Versteht ihr? Also da ist es auch eine sehr, sehr, sehr gute Rudraksha. Oder auch, wenn man
meditieren möchte und das Gefühl hat, man kann nicht ruhig meditieren. Die Gedanken sind nicht ruhig genug. Man sitzt dort und es hat 10.050 Gedanken, wo man jetzt eigentlich in Meditation sitzen möchte. Also wer damit Probleme hat, 4 Augen Rudraksha tragen und Rudraksha Wasser trinken, das mal ausprobieren über einen Zeitraum, ist sehr, sehr interessant, was das mit der Schwingung und mit der Energie macht. Ne? Ja, man kann, wie gesagt, rein theoretisch mit jeder Rudraksha sie in Wasser einlegen und gucken, was das macht und so eine Art innere Alchemie ausprobieren. Wenn du Interesse hast an einer Rudraksha, egal welche Augen, wo du sagst, hey, also diese Energie möchte ich einfach auch nochmal innerlich probieren, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Das ist nämlich wichtig, dass diese Rudraksha auf keinen Fall behandelt worden ist, dass diese Rudraksha kein Öl gesehen hat, keine Puja im klassischen Sinne. Denn jede meiner Rudrakshas, die ich bekomme, wird vorher von Priestern energetisiert und dann auch natürlich mit Sandelholzpaste oder auch mit Räucherstäbchen eingeräuchert und so weiter, damit sie wirklich mit einer kraftvollen Schwingung kommt. Und Rudrakshas, die man eben innerlich einnimmt, sollten diese Behandlung auf keinen Fall bekommen haben. Die sollten ganz klar sein, da sollte gar nichts dran sein. Das ist ganz wichtig, einfach wenn es in den Körper halt geht. Dann, wenn du Interesse hast an so einer speziellen Rudraksha, egal welche Augen, wenn du das einfach mal ausprobieren willst und sagst, hey, ich probiere zum Beispiel mal eine 3-Augen-Rudraksha für Feuerelement, ja, und nimm das mal innerlich ein, dann kann ich auf jeden Fall versuchen, dir eine unbehandelte, sehr hochqualitative, gute Rudraksha zu organisieren, dass du das einfach dafür benutzen kannst. Also Rudrakshas, die wir tragen, sollten wir nicht in Wasser tun. Das ist also wirklich einmal Wasser-Rudraksha und Rudrakshas, die wir tragen, sind einfach unterschiedlich. Ja, das war das Thema Wasser-Rudraksha und wenn du allgemein Fragen hast zum Rudraksha oder auch zu den, einfach zu der Anwendung oder so, dann melde dich gerne. Und du findest in all meinen Videos eine ganze Menge Informationen schon und vielleicht sogar Antworten auf all deine Fragen. Bis dann. Namah Shivaya.